Du hast jetzt gerade Zahnschmerzen und weißt nicht, was du tun sollst? Wir geben dir heute unsere besten Tipps, wie du deine Schmerzen lindern kannst. Jetzt geht's los. Hi, ich begrüße dich ganz herzlich auf unserem Kanal Implantalk. Wir reden heute wieder über Themen wie Zahnmedizin, Implantologie, Mindset, Tipps und Tricks, wie du deine Zahngesundheit verbessern kannst. Und heute geht es um ein wirklich extrem interessantes Thema, weil es viele Leute betrifft. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video ganz vielen Menschen helfen kann. Es geht nämlich um das Thema Zahnschmerzen und vor allem akute Zahnschmerzen. Denn das ist etwas, was wirklich niemand haben will und was wirklich super unangenehm sein kann. Zahnschmerzen sind, ja, können eine der schlimmsten Schmerzen sein, die man so haben kann. Und wenn du jetzt gerade zu denen gehörst, die wirklich Zahnschmerzen haben, dann werde ich jetzt mein Bestes tun, um dir zu helfen und deine Schmerzen zu lindern. Aber auch wenn du das Video siehst und Tipps hast, was bei dir geholfen hat, dann schreib bitte in die Kommentare, hilf anderen, die jetzt in deiner Situation sind oder in der Situation sind, in der du dich damals befunden hast. Denn du wärst sicher auch dankbar dafür, wenn jemand dir einen tollen Tipp gibt, wie du deine Schmerzen los wirst. Und ja, ich habe natürlich auch nicht alles hier in diesem Video berücksichtigt. Es gibt nur so ein Best-of. Aber es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere Dinge. Und dann lass uns doch hier gemeinsam alles einmal unter diesem Video sammeln, was vielleicht helfen könnte, sodass die Menschen da Optionen haben, ihre Schmerzen loszuwerden. Gut, und wenn dir das Video natürlich gefällt, dann gib mir ein Abo oder einen Daumen nach oben, da freuen wir uns und der Kanal kommt weiter in die Sichtbarkeit und dann können mehr Menschen dieses Video finden und das kann ihnen dann helfen. Gut, starten wir ins Thema. Wie können wir Zahnschmerzen überhaupt, ja, fühlen? Und was ganz, ganz wichtig ist, wie entstehen Zahnschmerzen? Denn wenn ich weiß, wie Zahnschmerzen entstehen, dann kann ich auch die dementsprechenden und richtigen Maßnahmen ergreifen, um dagegen vorzugehen. Und da gehen wir jetzt mal so einmal durch diese ganzen Gründe durch, die es geben kann. Und danach sage ich das, wie man das je nach Grund behandeln kann und was man tun kann, um erstmal die Symptome zu lindern, bevor man es schafft, zum Zahnarzt zu gehen. Und da kommen wir erstmal einfach zum ersten Grund, dem häufigsten eigentlich, und das ist Karies. Das heißt, wenn der Zahn wirklich ein Loch hat, die Bakterien arbeiten sich quasi in Richtung Nerv vor und das ist so der häufigste Grund, warum Menschen kommen mit Zahnschmerzen. Und wie erkenne ich das? Eigentlich relativ logisch, wenn du im Spiegel schaust bei gutem Licht und du siehst, dass der Zahn eine dunkle Stelle hat oder vielleicht sogar schon Substanz fehlt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass dieser Zahn eine Karies hat. Und wenn dieser Zahn wehtut und zum Beispiel bei heiß und kalt zieht oder vielleicht sogar schon pocht, dann ist der Grund mit höchster Wahrscheinlichkeit eben dieser Zahn, der diese Karies hat. Zweiter Grund sind freiliegende Zahnhälse. Wir haben ganz viele Menschen, die sehr stark putzen und von außen schrubben und dann kann es dazu kommen, dass die äußeren Zahnhälse, vor allem im Oberkiefer ist das sehr, sehr häufig, freiliegen und dann sehr, sehr empfindlich werden gegen heiß und kalt. Das erkennst du natürlich so, indem du einmal im Spiegel schaust und hier sozusagen die Lippe anhebst und schaust, sind dort die Zahnhälse frei und vielleicht sogar mal mit kaltem Wasser an der Stelle spülst. Und wenn du immer, wenn da dieses kalte Wasser drankommst oder kalte Luft, wirklich zusammenzuckst, dann ist es ein freiliegender Zahnhals und dagegen kann man natürlich auch etwas tun. Dritter Grund, das ist die Zahnfleischentzündung. Und viele denken immer, der Zahn an sich tut weh und dann haben wir ganz häufig Leute, die einfach nur eine Zahnfleischentzündung haben. Aber wie erkenne ich das? Zum einen kannst du am Zahnfleisch einmal selber schauen. Normalerweise ist das Zahnfleisch, wenn es gesund ist, blassrosa. Und wenn du aber merkst oder siehst, dass dieses Zahnfleisch so rötlich und so bläulich ist und vor allem bei Berührung und beim Zähneputzen sehr leicht blutet, dann ist das ein Zeichen für eine Zahnfleischentzündung. Und da gibt es sogar noch eine Spezialform der Zahnfleischentzündung. Viertens, das ist die Zahnfleischtasche. Und diese Zahnfleischtasche kann sehr, sehr tief sein. Da können sich Bakterien reinsetzen, da können sich Speisereste reinsetzen. Und wenn diese Zahnfleischtasche im Zwischenraum ist, dann kann sich vor allem auch eine Speise da reinsetzen, zum Beispiel eine Fleischfaser. Die hängt dann da über mehrere Tage fest und die verursacht dann eben eine sehr, sehr starke Entzündung. Und dann fühlt sich das irgendwie geschwollen an, als wäre da richtig Druck drauf. Und das wäre so einer der auch mit häufigsten Gründe, warum Patienten bei uns in die Praxis kommen und sagen, hier, mir tut das total weh und was ist das? Dann fünftens, das ist eigentlich eine Sonderform, das sind die Druckstellen durch Zahnersatz. Es gibt ja Menschen, die haben herausnehmbaren Zahnersatz
und der Kiefer verändert sich über die Zeit oder der Zahnersatz saß nie so richtig gut. Und wenn man jetzt auf dem Zahnersatz Kaukräfte drauf gibt und der Zahnersatz sitzt nicht richtig und wackelt, dann kann es sein, dass der sich in das Zahnfleisch reinschneidet und dann entstehen sogenannte Druckstellen. Das ist allerdings, glaube ich, für die meisten Leute sehr, sehr eindeutig. Die kommen dann auch und sagen, ich habe eine Druckstelle, einfach entfernen, das passt dann eigentlich. Ja, dann gibt es sechstens, und das ist immer so eine sehr, sehr schwierige Sache, das zu diagnostizieren, sind die sogenannten Infektionen in der Kieferhöhle. Das heißt, wir haben hier ja seitlich die Nasennebenhöhlen, also die Nase und dann die Nebenhöhle von der Nase. Ist sehr, sehr schwierig zu diagnostizieren, braucht man häufig einen Experten dafür oder auf dem Röntgenbild kann man das erkennen, weil sich diese Schmerzen sehr, sehr diffus äußern. Möchte ich aber nicht unerwähnt lassen. Und dann siebtens, auch ein sehr, sehr häufiger Grund, wo ganz viele Menschen dann kommen, das sind drückende Weisheitszähne bzw. infizierte Weisheitszähne. Wenn Weisheitszähne nicht entfernt werden und sie stehen halt schlecht und sind zum Beispiel teilweise nur durchgebrochen aus dem Zahnfleisch, dann haben wir das Problem, dass diese Weisheitszähne eben eine tiefe Tasche entwickeln. Das ist dann auch ein Sonderfall eigentlich der Zahnfleischentzündung. Und dann setzen sich da Speisereste rein. Es gibt hier eine Schwellung im Kieferwinkelbereich. Häufig ist da eine Mundöffnungseinschränkung und es pocht und es tut eben sehr, sehr weh. Und an achtens, last but not least, das ist der sogenannte Abszess. Das heißt, wenn man wirklich lange Zeit nichts macht und diese Bakterienbesiedlung eben immer weiter sich ausdehnen kann, dann kann es irgendwann dazu kommen, dass die Bakterien die Oberhand gewinnen und dann bildet sich eine Schwellung, zum Beispiel am Unterkiefer oder am Oberkiefer. Und das ist dann der sogenannte Abszess. Da bildet sich dann Eiter und da muss man dann schauen, dass man da ganz, ganz schnell wird, weil sowas kann sehr, sehr gefährlich werden. Und das kommt meistens von diesen entzündeten Zähnen. Also wenn die Karies bis in den Nerv geht, dann im Nerv breiten sich dann die Bakterien aus, dann fängt der Zahn an weh zu tun und die Bakterien wandern dann am Zahn entlang nach unten zur Wurzelspitze und machen dann im Knochen im Prinzip diese Eiteransammlung, die dann zu einer Schwellung führt. Gut, jetzt sind wir einmal so durch die ganzen Sachen durch und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Frage, was kann ich jetzt wirklich tun? Und da gibt es so die erste Kategorie. Wenn du jetzt zu Hause sitzt, hast du ja nicht den Zahnarzt direkt an der Hand und vielleicht hat sogar die Apotheke zu. Und da kommen wir zu der ersten Kategorie, was man immer machen kann, das sind die sogenannten Hausmittel. Und da gibt es so eine kleine Auswahl. Da gibt es, wenn du googelst, unfassbar viele. Aber so das Best-of, was wirklich auch ein bisschen hilft und nachgewiesenermaßen auch hilft, das ist zum Beispiel das Teebaumöl als Mundspüllösung. Teebaumöl oder Salbei oder Kamillentee. Die, wenn du sie als Mundspülung nutzt, wirken leicht desinfizierend und entzündungshemmend. Das ist natürlich kein Allheilmittel, aber sehr viele Patienten berichten, dass es doch sehr lindernd wirkt und ist vor allem gut bei wirklich entzündeten Stellen. Also wenn du einen Abszess hast, dann bringt das nicht ganz so viel, aber wenn da entzündete Stellen sind, zum Beispiel auch am Zahnfleisch, dann funktioniert das sehr, sehr gut oder bei Druckstellen. Und dann gibt es noch eine Spezialsache, das ist das sogenannte Nelkenöl. Und Nelkenöl, das wirkt ebenfalls desinfizierend, das benutzen wir sogar in der Zahnarztpraxis auch in ganz bestimmter Form. Und als ätherisches Öl auf die betreffende Stelle getupft, wirkt es sehr gut bei empfindlichen Zähnen, bei Schwellungen und kann eben auch dann erstmal eine erste Linderung schaffen, bis du es dann zum Zahnarzt schaffst. So, und dann gibt es natürlich das Mittel, was sehr, sehr gut hilft bei Schwellungen und das ist ganz einfach Kühlen. Und warum hilft das Kühlen? Es hilft, weil die Blutzirkulation durch das Kühlen nach unten geht. Die Adern ziehen sich zusammen, dadurch wird nicht mehr so viel Umsatz gemacht in dem betreffenden Gebiet und dementsprechend geht die Schwellung ein wenig runter und Schwellung ist natürlich auch etwas, was Schmerzen verursacht und wenn die Schwellung eben etwas weiter runter geht, dann sind die Schmerzen auch deutlich besser. Wobei ganz, ganz wichtig ist, wenn du eine ganz dezente Schwellung hast, kann man vielleicht bis zum nächsten Tag noch warten. Wenn die Schwellung aber fortschreitet und auch ein gewisses Maß dann überschreitet, dann musst du ganz dringend zum Arzt. Das heißt, nicht bis zum nächsten Tag warten, sondern zur Not zum Notarzt oder zum Notzahnarzt oder eben in die Klinik fahren, weil Schwellungen, damit spaßt man nicht, das kann halt relativ schnell auch bedrohlich werden. So, dann gibt es noch eine weitere Sache. Wenn du Zugriff auf eine Apotheke hast, dann empfehle ich dir definitiv, fahr dorthin und kauf dir Chlorhexamet-Mundspüllösung 0,2%. Das ist so das, was wir immer verschreiben. Das wirkt wunderbar bei entzündetem Zahnfleisch und wirkt einfach sehr, sehr stark desinfizierend. Deutlich stärker als die Hausmittel, die ich gerade einmal so erwähnt habe. Und dann gibt es natürlich noch den Fall,
dass eine Zahnfleischentzündung durch einen Speiserest verursacht wird. Das heißt, du hast wirklich irgendwo, du merkst es vielleicht nicht mal, du merkst nur, da ist irgendwie eine Schwellung im Zahnfleisch. Häufig ist das aufgrund eines Speiserestes, der sich festgesetzt hat. Und hier hilft natürlich Zahnseide, das heißt, diesen Rest komplett rauszuholen oder eben Zahnzwischenraumbürstchen. Und danach kannst du, um das Ganze zu beschleunigen, mit dieser Chlorhexamid-Mundspüllösung diese Spüllösung versuchen, durch den Zwischenraum durchzuziehen, indem du dieses machst. Das funktioniert gut. Dauert natürlich ein paar Stunden bis ein, zwei Tage, bis diese Entzündung runtergeht. Aber häufig gibt es eben auch für diese Entzündung einen Grund. Das heißt, nicht einfach, wenn das weg ist, so weitermachen, sondern dann auch zum Zahnarzt gehen. So, dann habe ich noch eine ganz kurze Empfehlung zum Thema Schmerzmittel, weil viele nehmen irgendwelche Kombinationsmittel und machen da sehr, sehr große Fehler. Deswegen gibt es hierzu auch noch ein eigenes Video zum Thema Schmerzmittel. Aber ganz fix möchte ich dir zumindest mal so die drei Schmerzmittel empfehlen, die wir in der Praxis nutzen und die auch in Deutschland von den meisten Ärzten empfohlen werden und auch durch Studien belegt am besten funktionieren. Und das ist bei leichten Schmerzen das Paracetamol. Paracetamol können zum Beispiel auch Schwangere nehmen, Risikopatienten, hat die wenigsten Nebenwirkungen. Trotzdem bei jedem Schmerzmittel bitte immer die Packungsbeilage nach Kontraindikationen absuchen, die bei dir bestehen könnten. Aber bei leichten Schmerzen funktioniert Paracetamol gut und ist vor allem auch frei verkäuflich. Darüber bei mittelstarken Schmerzen, und das ist eigentlich so das Schmerzmittel, was wir in der Praxis am meisten verschreiben, das ist das Ibuprofen. Ibuprofen wirkt zusätzlich auch noch entzündungshemmend. Das heißt, in vielen, vielen Fällen hat es eben diese zusätzliche positive Wirkung für dich. Und ja, Ibuprofen 400 Milligramm bekommst du sogar in der Apotheke ohne Rezept. Jetzt kannst du einen Lifehack anwenden und nimmst einfach zwei Ibuprofen 400, dann hast du nämlich 800er. Ja, das ist natürlich irgendwo in Deutschland ein bisschen komisch, dass man 400er frei verkäuflich bekommt, aber 800er nicht. Wichtig ist nur, dass du die Maximaldosis von 2400 Milligramm pro Tag, also 6x400 oder 4x600 oder 3x800 nicht überschreitest. Und wenn die Schmerzen extrem stark sind, dann gibt es darüber noch das Metamizol, beziehungsweise bekannt auch als Novalgin. Das gibt es häufig in Tropfenform, das kann man bei stärkeren Schmerzen nehmen, ist allerdings verschreibungspflichtig, das heißt, dafür müsstest du zumindest zum Arzt oder lässt es dir irgendwann mal auf Rezept geben und lässt es dir dann zu Hause liegen, sodass du es für den Notfall hast. Ja, das Allerwichtigste an der ganzen Sache ist aber wirklich, die Ursache zu beseitigen. Das heißt, wenn du diese Schmerzen hast, dann gibt es immer dafür eine Ursache. Das ist ein SOS-Signal des Körpers und dementsprechend bitte nicht einfach nur Schmerzmittel nehmen oder einfach diese Hausmittel anwenden und dann nichts unternehmen. Das ist der beste Weg dahin, dass es irgendwann wiederkommt, dann wahrscheinlich in noch stärkerer Form. Gut, ja, bei einem Abszess habe ich nochmal gesagt, und das möchte ich nochmal betonen, ist Eile geboten. Das heißt, wenn du eine Schwellung hast, sofort bitte zum Arzt. Jo, mit dem hoffe ich, dass ich dir damit ein bisschen helfen konnte und dass du deine Schmerzen in den Griff bekommst. Wenn du Fragen hast, dann ab in die Kommentare damit. Wie immer, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte und wünsche dir, dass deine Schmerzen bald weg sein werden und freue mich, dich demnächst wieder bei Implantalk begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Doc Helker. Tschüss.